soll ich jetzt aber nicht wieder. Was ist denn das jetzt? So, damit kann ich eine Hebelwirkung erzeugen. Jetzt muss ich noch etwas finden, womit ich das Fass umkippen kann. Squish. Damit sollte ich das Fass... Okay, das möchte ich jetzt sehen, was du... Ach so. Toll. Stimmt, so einfach geht's. Nur mit so einem billig beknackten, dünnen Ding geht das. Na gut. Abgeschlossen. Das Kellerfenster wurde von innen... Mit einem Eisenhaken. Lass mich mal raten. So, mit dem Haken da durch. Und los. Ja, das war ja klar. Ältester Trick der Welt. Guten Morgen. Gut. Ich muss den Eingang finden, der in den Club führt. Oh, dieser Eimer ist aber sehr hervorgehoben. Und trotzdem kann ich ihn nicht nehmen. Okay, gut. Hm, ein Weg finden. Oh mein Gott. Also hier hat man ja so viel Auswahl. Boah, Fenster oder Treppe hoch. Okay, hier gestaltet sich das Ganze schon etwas. Das könnte sich als nützen. Ja, schwieriger. Hier haben wir zwei Türen. Wenn ich denn aus dem blöden Keller komme, kommt noch was. Hallo. Leere Blechdosen. Leere Blechdosen. Okay. Also da ist wohl die Versammlung. Die Küche. Die Tür ist abgeschlossen und außerdem finde ich... Ist ja gut, ganz ruhig. Verwaltung. Hier werden bestimmte Informationen über die Mitglieder des Clubs aufbewahrt. Ja, ich würde mal sagen, hier sind wir richtig. Hoffentlich ist das wirklich der Schlüssel. Verwaltung. Hier werden bestimmte Informationen... Ja, immer noch. Kannst du die Tür zumachen? Nein, natürlich nicht. Ich bin das so gewohnt von Spielen wie Oblivion, die Türe immer wieder zuzumachen, damit man mich beim Clown nicht... Ein altes Wörterbuch, Jiddisch-Englisch. Jiddisch. Ein Dokument über ein Gerichtsverfahren. Interessant. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh Gott. Was immer da drinnen stehen mag. Nicht schuldig, Wolf, nicht schuldig. Aha. Oh Gott. Das muss der Tresor des Clubs sein. Wahrscheinlich finde ich da... Ich brauche etwas. Nein. Ich brauche etwas. Hätte ja klappen können. Ja, du brauchst eine Lampe. Oh Gott. Was ist das? Einige viereckige Metallplättchen. Oh nein. Da ist ein Dokument. Toll. So, ich wollte Sie wissen lassen, dass ich Ihnen gerne zu Diensten stehe, sollte Ihr Club koscheres Fleisch zu besonderen Anlässen benötigen. Es wird garantiert in einem entsprechenden Schlachthof verarbeitet und... Was? Garantiert, ja. Verarbeitet und zur passenden Zeit direkt an Sie geliefert. In manchen... Was? Ich mache Ihnen einen guten Preis. Zögern Sie nicht, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Jacob Levy. Oh Gott. Was? Abgelehnt auf Geheiß von Joseph Hyam Levy? Ach, Jacob Levy. Ach so, okay. Complicated. Es muss einen Rechtsstreit zwischen Joseph Hyam Levy und Jacob Levy gegeben haben. Oh mein Gott, diese Namenähnlichkeiten, das ist echt verwirrend. Ja, und die Blättchen, das sieht man jetzt aber auch. Moment. Kommen da drauf, denke ich. Das muss der Tresor des Clubs sein. Das Schloss ist äußerst komplex. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Und woher zum Geier nochmal soll ich jetzt wissen, was wohin gehört? Mal im Ernst, what the heck? Yeah. Ich würde sagen, das wäre jetzt echt geil gewesen. Okay, also ich würde jetzt mal so rein spaßeshalber sagen, ich weiß nicht, P, haben wir hier ein P oben? Ja, hier. Dass alles irgendwie zueinander passen muss. Also das, ich weiß nicht, zum Beispiel so N und N. Da ist P und P verbunden. Ich muss die mal wegmachen, sonst komme ich hier voll durcheinander. Weg damit. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich versuche nur gerade ein Muster herauszufinden. Weg da.
So, zum Beispiel ein P auf der linken Seite. Würde ich jetzt sagen, es wäre hier ein N oben, ist hier, dann bräuchte ich das Dingen. Das ist hier, das ist hier, das passt, das könnte wirklich, kann das sein, dass das wirklich so geht? Das wäre ja sehr witzig. Aber hier stimmt es leider schon gar nicht mehr. Mist. Käse. Andererseits, man könnte natürlich das hier und das hier einfach tauschen. Und hätte das hier. Man könnte das hier noch da machen. Anders geht's ja auch nicht. Oh Gott, kann das sein, dass das wirklich... Also wenn das jetzt stimmt, dann freue ich mich aber an Keks. Wenn. Es passt nämlich tatsächlich. Moment. Komm bitte. Fuck, wie geil! Ich wusste es wirklich nicht. Ich meine, es ist aber das Einzige, was logisch war. Ich meine, wie hätte man es denn sonst machen sollen? Geil, easy! Nee, also das wusste ich jetzt wirklich. Ihr wisst, dass ich euch sage, wenn ich gucke, ich hasse diese Heuchelei. Oh, ich habe gerade mal rausgefunden, so rein zufällig in der Schnittpause, wie das ging. Also nee, das mag ich überhaupt nicht. Ihr wisst, dass ich blöde bin, aber das habe ich hingekriegt. Juhu! Ich brauche etwas. Was, wie bitte? Okay, Moment. Diese Dokumente enthalten einige Wörter in jiddischer Sprache, die man von rechts nach links lesen muss. Oh nein, von wie bitte? Oh mein Gott. Die macht der... Ach du Kacke, nee. Was das hier zum Beispiel, oder wie? Lieber Joseph, ich habe die Namen einiger Mitglieder unseres Clubs analysiert, um dazu folgende Ergebnisse zu kommen. Der Nachname von Mr. Barth ergibt die Zahl 403. Oh mein Gott. Und schon haben wir ein Rätsel, was ich wieder nicht weiß. Juhu. Oh mein Gott. Nicht zwei. Oh mein Gott. Okay, das sollen wohl die Tipps hierfür sein. Also irgendein... Was ergibt sozusagen 403? B ist 2. A ist 1. Ja, ist 400. Ach ja, okay. Okay, gut. Und daraus gibt sich dann 403. Das ist ja eigentlich logisch. B gleich 2. A gleich 1. TH gleich 400. Der Nachform ist der Hammer. Er gibt die Zahl 356. H ist 5. A ist 1, wie immer. M ist 40. Noch ein M ist 40. AJ ist 70. R gleich 200. Okay, da muss man dann also rechnen. Ich glaube, ich sollte mir mal Stift und Zettel besorgen. Oh mein Gott, Moment. Ja, wenn man einmal... Ich habe Stift... Moment, obwohl, ich habe doch hier irgendwo... Nee, nix, Moink, Moink. Für euch habe ich nachher was, ne? Jetzt noch nicht, hier, ihr Süßen. Meine stinke Schweinchen. Nein, ihr seid meine Süßen, ne? Ich bin wieder gemein zu euch. So, Moment. Was ich mich jetzt gerade... Achso, Moment. Achso, man soll das hier... Okay, gut, also das hier ist eine 4, wenn ich mich jetzt nicht... Ganz irre. 4. Dann haben wir dieses Zeichen ist eine 70. Dann haben wir, ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das hier ist 200. Dann haben wir ein Modell, das ein bisschen kürzeres Ding oben hat. Moment. Das dürfte das hier sein, ne? Das ist eine 6. Und dann haben wir das da, was auch immer das sein soll. So ist wie so ein umgekipptes D mit einem Pflänzchen obendran. Das hier, kann das sein? Gibt es irgendwas, was so ähnlich aussieht? Nicht, dass ich das falsch jetzt nehme, ich glaube, das ist die 40. Moment. Ich überlege nur gerade was. Kleinen Moment.
Ja, ich bin jetzt auch so unglaublich schlau. Ich habe jetzt... Mein Lehrer hat immer gesagt, die meisten können zwar lesen, aber eigentlich können sie nicht lesen, denn sie können, sie verhängen, man liest meistens nicht zu Ende oder versteht gar nicht, was man liest. Ich bin so doof, da unten steht doch die Scheißzahl. Aber immerhin, ich habe nachgerechnet und ich sehe, es stimmt. Das erste, was ich im Übrigen gesagt habe, war falsch, das war die 30. Ich weiß gar nicht, was ich eben gesagt habe. Ich glaube 4. Ja, das war falsch. Egal, auf jeden Fall stimmt die Zahl da unten. Moment. Also wir suchen jetzt einen Namen mit 5 Buchstaben, 1, 2, 3, 4, 5, der so ähnlich ist wie Hammer, würde ich jetzt mal sagen. Denn der Herr Hammer hat 356. Ich würde mal sagen, es ist ein R enthalten. Das wäre die 200. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so geht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kann man hier eigentlich... Ich teste jetzt einfach mal irgendwas, weil... Wozu ist das hier überhaupt gut? Ach so, das soll ich hier jetzt... Oder wie, oder was? Soll ich zuordnen? Oh Gott, oh Gott. Tatsächlich, ich lache mich kaputt. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie der Knilch heißt. Und das muss ich dann da oben... Entschuldigung, einfügen. Ach du Schande. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich fast... Ich kann fast alles übernehmen. Ich muss nur 10 weniger haben. Was haben wir denn hier oben? 2, 1, toll, und 400, super. Also wir haben 346 und wir, der hat 356, das sind 10 weniger. Also das R ist bestimmt dabei. Upsala. Das heißt, das H ist vielleicht weg. Vielleicht einmal weniger 5. Oder zweimal weniger 5, ich weiß es nicht. Obwohl, das ist ja nur einmal. Meine Güte, ey, Moment. Also A ist 1. M ist 40. Was bräuchten wir denn, damit wir da hinkommen? 200. 4, 8, 12, 16. Bräuchte man noch. Theoretisch könnte man 3 M's daraus machen, dann hätte man 120, aber 3 M's, das glaube ich eher weniger.